Moin zusammen! Wir stehen tatsächlich kurz vor Ende unserer Bauzeit und in diesem Video möchte ich alles zusammenfassen, was während der Bauzeit für ein wenig Kopfzerbrechen oder Kopfschütteln gesorgt hat. Oder auch ein zufriedenes Okay, weil der Bauleiter hat sich schon drum gekümmert, hat gesehen, dass da was defekt ist und hat sich der Sache schon angenommen. Wenn es euch gefällt und wenn ihr weiter dranbleiben wollt, gebt mir gerne ein Like, lasst ein Abo da. Nach dem Hausbau ist vor der Einrichtung, es fehlt ja auch noch unser eigener Fußboden in Eigenleistung, Eichenparkett, die Küche fehlt und die Kinderzimmer wollen auch eingerichtet werden, also bleibt gerne dran. Und jetzt zurück zum Haus. Das ist der Stand der Vorabnahme, den ich euch heute zeige. Es ist noch einiges zu tun, die Defekte gehe ich Stück für Stück durch und die werden hoffentlich alle in den verbleibenden Arbeitstagen bis zur Endabnahme in der kommenden Woche gefixt. Wir fangen an mit einem Mini-Defekt, ein abgeplatzter Klinker, der wird einfach ersetzt. Ein weiterer Punkt außen ist der defekte Lichtschacht. Wie man hier sehen kann, stand da etwas sehr Schweres drauf. Ich könnte mir vorstellen, das waren Klinker oder Dachziegel. Der und noch ein zweiter Lichtschacht werden dann zeitnah ausgetauscht. Kann auch sein, dass das erst nach der Abnahme passiert. Der erste richtige Fehler aus meiner Sicht sind die Leuchten im Dachüberstand. Und zwar nicht so richtig klar, dass die nicht mittig sitzen. Und wer Pläne lesen kann, ist natürlich klar im Vorteil. Allerdings ist da nur die Rede vom Abstand zwischen Wand und Leuchte gewesen. Wir wussten allerdings nicht, wie tief dieser Dachüberstand ist. Deswegen Tipp an euch, wenn ihr auch sowas vorhabt, fragt, ob die Position mittig ist, wenn es nicht aus dem Plan ersichtlich ist. Das war es auch schon außen. Innen gibt es einen kleineren Estrichdefekt, der mittlerweile schon behoben ist. Das ist also halb so wild. Die Restfeuchte dürfte aus dem Stück auch raus sein. Das wurde nämlich zeitnah gefixt. Apropos Estrich. Kein Fail ist dagegen diese Kante, die ich euch jetzt zeige. Das ist in unserem Keller. Und die ist mit voller Absicht da, weil wir in dem Estrich schon die unterschiedlichen Aufbauhöhen der Fußböden, die hinterher drauf kommen, berücksichtigt haben. Vorne gibt es Parkett, hinten werden wir den Estrich nur versiegeln. Also keine Stolperkante. Wo auch keine Stolperkante entstehen soll, ist an der Haustür. An den Platz dieses formschönen Rechtecks kommt hinterher unsere eingelassene Fußmatte. Die hatten wir ursprünglich noch ein wenig kleiner vorgesehen, haben dann aber entschieden, dass wir uns den Platz gönnen, um mit dreckigen Schuhen auch bequem auf der Fußmatte stehen zu bleiben, wenn die Tür dann mal zugemacht wird. Hier kann man übrigens auch schon mal unsere mittelgrauen Fliesen sehen. Ich finde, das ist super schön geworden und das Ganze ist im Format 60x60. In einem sehr ähnlichen Grauton wie die Fliesen sind bei uns die Fensterbänke, aber wir haben eh nur drei Fensterbänke, nämlich im Gästebad und im Treppenhaus. Alles andere ist bodentief. Apropos Fenster, das ist kein Fail, Gott sei Dank. Das ist nur ein bisschen Nässe, die sich abgesetzt hat, als der Estrich noch recht feucht war und in dem Moment wurde eben nicht gelüftet, beziehungsweise war das kurz vorm Lüften. Da sieht man eben, wie die Tropfen runterrinnen und auch kleine Patschehändchen, die nicht abhalten können. Unseren Beinah-Fail gab es tatsächlich im Durchgang zur künftigen Garage. Ihr habt das Abwasserrohr gesehen, was da unten in den Boden ragte. Und die Zuleitung für Frischwasser, die fehlen, weil da soll ein Waschbecken hin. Und in dem Moment, als der Estrich im Obergeschoss schon eingebracht wurde, haben sie das noch eben schnell korrigiert. Aber dadurch, dass Ostern war und Feiertag, Bauleiter im Urlaub einen Tag, war das nicht so ganz einfach. Uns wurde aber super geholfen. Es gab eine Vertretung, die erreichbar war, die sich gekümmert hat und dann tatsächlich von Fibrokaustechnik noch jemand am selben Tag gekommen ist und die Leitungen gezogen hat. Während, wie gesagt, der Estrich im Obergeschoss schon reingekommen ist. Und das ist in dem Moment sehr kritisch gewesen, weil man hätte sonst den Estrich wieder aufmachen müssen, um diese Leitung zu legen. Das will ja keiner in einem Neubau. Das war aber nicht der einzige Fehler in dem Zusammenhang. Die Haustechnik, die kam dann und danach sah das Ganze so aus. Sie haben also eben die Frischwasserleitungen da hochgezogen und am Ende sah es so aus. Und ihr werdet euch jetzt fragen, warum sieht die Wand darunter so doof aus? Tja, der Trockenbauer dachte sich, Aufputzleitung, das wäre mal eine Maßnahme. Die sind also dann nochmal gekommen und haben die Leitung hinter die Wand gelegt. Hier könnt ihr nochmal unseren Flur sehen, da ist jetzt alles fertig verfliest. Auch der Übergang mit der Schiebetür, den ich euch jetzt gleich im Detail zeige, ist schön sauber ausgespart und an der Wandkante hat nicht der Trockenbauer nochmal was gemacht, sondern hat der Maler nochmal was gemacht, meines Wissens nach. Das ist also auch schon ausgebessert. Kommen wir zum Badezimmer. Die Fliesen. Das ist auf jeden Fall kein Fail, denn die gefallen uns auch unverfugt schon echt, echt gut.
Die Frage, die der Fliesenleger uns gestellt hat, war zum einen, was kommt in dieses Fach rein? Die kleine Fliese, dann hat man oder relativ viele Fugen, die hinten innerhalb des Faches schwer zu reinigen sind, wo sich dann das Wasser auch sammelt. Oder wollen wir da eine komplette große Fliese haben, die wir übrigens auch auf allen Ablageflächen genommen haben? Das haben wir deshalb gemacht, weil diese kleinteilige Fliese relativ uneben ist und hätte man die oben drauf gefliest, dann wäre immer was gewackelt, wenn man Dinge drauf abstellt. Hier seht ihr nochmal, es gibt keinerlei Farbunterschied. Das ist unten natürlich die große Fliese, so sieht sie dann am Ende im Fach aus und die kleine Fliese dann dabei. Wo der Fliesenleger uns auch nochmal gut zugeredet hat, möchte ich sagen, was aber hinterher total sinnvoll war, als wir das Endergebnis gesehen haben, war, dass die Kanten nicht glasiert werden, sondern wir doch eine Schiene verbaut haben. Das wollten wir erst nicht. Wir haben uns aber dann vor Ort auch angeschaut, dass es tatsächlich auch weiße Schienen gibt und auch schwarze, nicht nur silberfarbene. Silber haben wir nämlich verbannt aus dem gesamten Haus. Alle Armaturen werden schwarz. Und selbst unser Modell vom Duschkopf ist annähernd komplett schwarz. Warum haben wir ein Modell vom Duschkopf, werdet ihr euch jetzt fragen. Schaut euch mal an, wie nah an der Decke diese Leitung aus der Wand kommt da oben. Da hat der Bauherrenvater kurz mal eine Bastelstunde gehabt. Mittlerweile ist der richtige Duschkopf angebracht, es ist verfugt und das Ganze sieht so aus. Die Detailaufnahmen zeigen auch nochmal, wie gut das Ganze doch mit dem Profil aussieht. Und nicht mit glasierten Kanten. In weiß ist das total stimmig. Weiße Fuge, weiße Fliesen, weiße Kanten. Das sieht wunderbar aus. Und als Farbakzent haben wir eben die schwarze Unterputzarmatur mit Dornbracht-Meta. Und hier sieht man auch nochmal das Fach. Wirkt auch ein wenig ruhiger, dadurch, dass wir da jetzt eine große Fliese hinten drin haben. Und leichter zu putzen ist es auch. Vor Ort kann man sich übrigens auch prima nochmal mit den Handwerkern unterhalten, falls sich Pläne geändert haben. Wir haben zum Beispiel diesen Fliesenspiegel anbringen lassen. Das kostet dann auch keine Änderungspauschale mehr. Der Blick nach oben verrät es schon. Wir haben endlich eine Treppe. Das ist die gute Nachricht. Die nicht so gute Nachricht ist, dass beim Anbringen dieser Treppe gleich mehrfach Leitungen getroffen wurden. Auf dem Weg nach unten, auf dem Weg nach oben. Hier komme ich von oben herab und man sieht schon die aufgestemmte Wand, wo die Leitung ausgetauscht werden musste. Bei der Gelegenheit haben wir auch festgestellt, dass der Elektriker nach dem besten Treppenplan ever arbeiten konnte. Aber wenn er das vorher nicht angebracht sieht und auch nicht weiß, wie die Treppe hinterher justiert und ausgerichtet wird, kann er noch so gut seine Steckdosen setzen? Es passiert immer, dass das nicht richtig ist. Bei der Gelegenheit haben wir auch gesehen, dass sich andere Sachen wie eine Leuchte und eine Lichtschranke nicht besonders gut vertragen, vor allem nicht, wenn sie nicht mittig übereinander sitzen. Auch nicht mittig über der Stufe sitzende Lichter werden wir korrigieren lassen müssen, aber das sind halt Kleinigkeiten, da muss der Elektriker noch mal ran. Wo der Fliesenleger leider noch mal dran muss, ist im Gästebad, da ist die Unterputzarmatur nicht so fest gewesen, dass man den Wasserhahn hätte anbringen können. Deswegen musste nochmal aufgemacht werden. Einige Fliesen sind defekt, müssen nochmal ausgetauscht werden. Deswegen hängt da noch kein Waschbecken. In der Dusche sieht das alles schon prima aus. Hier haben wir einen Punktablauf in der Mitte. Das blöde Gitter gab es nicht in Schwarz, aber da überlegen wir uns noch was. Hier ist auf jeden Fall schöner glatter Abschluss mit einer weißen Schiene. Innen drin sieht es auch Bombe aus und wir haben uns hier für eine Duschstange entschieden, die noch montiert wird und natürlich auch die schwarzen Dornbracht-Armaturen. An der rechten Seite der Dusche wird die Wand natürlich noch schön gemacht und ob wir mit der Verfliesung die Duschtür haben anbringen lassen können, erfahrt ihr im nächsten Video. Zu guter Letzt noch ein kleines Happy End unserer Story mit den Versorgungsleitungen. Das war wirklich die unendliche Geschichte für unser Haus. Das sollte eigentlich schon vor Baustart passieren, dass die da irgendwo Baustrom und alles legen. Hat nicht so richtig geklappt, hat gerade so wenig geklappt, dass unser Bauleiter irgendwann mal bei denen auf der Matte im Büro stand, weil er die auch telefonisch nicht erreicht hatte. Die kommen nämlich, wenn sie lustig sind, aber nicht zu den vereinbarten Terminen, wann sie eigentlich hätten da sein sollen. Und dann wundert man sich zwischendurch, dass irgendein Betonsilo im Weg steht, wenn man eigentlich da buddeln will, buddelt zwischendurch auf Nachbarsgrundstück, um da Versorgungsleitungen zu legen zu unserem Haus, wohlgemerkt. Und es ist einfach komplett durcheinander gewesen. Hier seht ihr den Dichtigkeitstest. Wenn der Graben einmal offen ist, kann ich euch nur empfehlen, organisiert euch ein Leerrohr für Glasfaser oder was auch immer für Internet ihr habt, damit das direkt durchgepustet werden kann und der Graben nicht nochmal aufgemacht werden muss. Spart viel Geld.
Das war's aus den letzten 3 Wochen. Wenn ihr wissen wollt, wie die Endabnahme war, bleibt gerne dran. Liken und abonnieren natürlich nicht vergessen.